Ganz herzlich willkommen im San Siro, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Inter Mailand gegen Celtic Glasgow. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Çalhanoğlu. Der Ball wird erstmal abgeschirmt. Marcus Thuram. So will Inter Mailand heute also spielen. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Alessandro Bastoni spielt gemeinsam mit Benjamin Pavard in der Abwehr. Nicolo Barella. Aber das ist jetzt die Chance. Bleibt gefährlich nach diesem Pfostentreffer. Kein Tor, es bleibt erstmal beim Unentschieden, weil das Alu was dagegen hat. Mein Gott, ist da Pech dabei. Lautaro Martinez. Da ist Thuram. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet. Das ist gelb. Jetzt Hakan Çalhanoğlu mit dem Ball. Di Marco. Thuram. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Das könnte was werden. Abwehr muss aufpassen. Gute Parade. Er hat hier die Chance zur Führung. Ja, das war abseits. Lautaro Martinez. Ballverlust Inter Mailand. Sie bekommen den Angriff. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber, aber zufrieden können sie trotzdem nicht sein. Sie machen zu wenig raus. Folge: Unentschieden. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Da muss er hin und holt sich den Ball. Spiel geht weiter, Vorteil nach diesem Foul. Ja, das ist ein guter Pass. Jetzt der Ball bei Nicolo Barella. Lautaro Martinez. Und damit ist das erste Tor dieser Partie hier gefallen. Die Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Callum McGregor. Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten Spielabschnitt. Pause. Gleich geht's hier weiter. Lautaro Martinez hat hier vor der Pause eine gute Leistung abgerufen, oder? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an.
Er schießt. Ball wird geblockt. Gefährlich, der Steilpass. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Da schickt er den Mitspieler. Klasse Spiel ist das. Spannend hier. Ausgleich. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Nur Mkhitaryan. Di Marco. Bastoni. Ja, starker Pass. Henrik Mkhitaryan. Das ist Henrik Mkhitaryan. Thuram. Da ist die Flanke. Sie können sich da hinten befreien. Marcus Thuram. Er könnte die Führung erzielen. Wichtig, dass er da klärt. Çalhanoğlu. Jetzt Hakan Çalhanoğlu mit dem Ball. Sie geben den Ballbesitz ab. Die Chance auf den Konter. Callum McGregor. Er ist frei, da kann was draus werden. Riesenparade von Sommer, setzt sich dadurch. Klasse Aktion. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Jetzt die Ecke. Ball landet beim Gegner. Angriff läuft, machen sie erstmal richtig gut. Da ist jetzt viel Zug zum Tor. Sie gehen dazwischen. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Gelegenheit jetzt für einen Konter. Könnte die Führung werden. Der Keeper hält und verhindert hier vielleicht die Niederlage. Ja, das ist sehr gut möglich, Wolf. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für weitere Chancen. Ah, das ist natürlich nachlässig. Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das Abseits, dann sortieren sie sich neu. Und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Ja, das war zu wenig. Da ist die Chance. Marko Arnautovic. Doch noch die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Da kommt der Schlusspfiff. Wir haben den Sieger dieses Spiels. Inter Mailand hat gewonnen. Das späte Tor, ja, das war natürlich entscheidend. Sie haben nie nachgelassen, sind immer dran geblieben. Immer wieder Druck, immer wieder Vorstöße. Und dafür wurden sie am Ende auch belohnt. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Er konnte heute seine Leistung abrufen, so wie das ganze Team eigentlich. Und dann gewinnst du so ein Spiel.